Auf jeden Fall, was ist passiert? Ein was. Wir haben gesammelt, weil wir diesen Unkostenbeitrag, den wir haben, für diese Technik brauchen, Auto und die Menschen, die stets und ständig mit uns zusammen machen und tun. Als das Ordnungsamt mitbekam, dass wir in Gera gesammelt hatten, da kam das Ordnungsamt und nahm den Menschen, die dort mitgesammelt hatten, ihr erspartes Geld weg. Alles, was in der Sammeldose war, wurde von der Stadt geräumt. Man sagte, es wäre eine illegale Spendensammlung. Naja, deswegen nennen wir es heute mal Unkostenbeitrag. Denn wir haben uns informiert, einen Unkostenbeitrag darf man natürlich nicht wegnehmen. Jetzt wird wahrscheinlich dem Ordnungsamt einer sagen, oh Scheiß. Aber ihr seht, ich bitte euch, wenn wir nachher hier durchlaufen, es gibt ein, zwei junge Frauen, die ab und zu mal mit den Klingelbeuteln rumkommen, da steht drauf, Unkostenbeitrag. Schmeißt was rein, das, was ihr geben wollt. Denn ihr seht selber, es wird nicht nachgegeben. Wir werden keine Thüringer Stadt mehr ohne Kampf hinterlassen. Wir werden nicht mehr zuschauen, wie fremde Invasoren in Massen die Städte überfluten. Und die diese Lügenpresse verfolgt. Auf einmal kommt nirgendwo mehr in der Presse, wie zigtausende doch über den Grenzübergang kommen. Ich will euch eine kurze Zahl sagen. Täglich munkelt man mit 10.000. 10.000, das sind 300.000 Menschen im Monat. Das sind im Jahr 3 Millionen. Diese 1,5 Millionen, die wurden vor 2-3 Monaten wurden die korrigiert, oh, es waren doch 1,5 Millionen, davor waren es ja angeblich 800.000, davor 400.000. Nein, wenn jedes Jahr 3 Millionen hierher kommen und sich rumspricht, wo der Honig am leckersten ist, dann sage ich euch, meine Freunde, wenn wir hier nicht einen Schlussstrich ziehen, sind wir die Minderheit und deswegen werden wir als Volk zusammen, als Volk auf die Straße gehen. Ja. Wenn sich ein Politiker hinstellt, der selber aussieht, als wenn er ein ganzes Boot gefressen hat, dann kann ich nur sagen, dann bin ich gerne einer vom Pack und dann werde ich mit dem Pack zusammen auf die Straße gehen. Ja! Und ich weiß nicht, wie weit sind wir denn jetzt, Herr Polizist?